mit Andrzej Grupa. Da gehen wir gerne nochmal zurück zu der Partie gegen Mavenge. Andrzej Grupa steht neben mir. Noch einmal im Nachhinein Gratulation zum Geburtstag. Das war vor knapp 2 Wochen. Und Gratulation zu diesem tollen Spiel. Aber leider verloren. Sie haben es selbst gesagt. Woran hat es denn gelegen? Ich sollte heute überhaupt nicht spielen. Ich bin verletzt und wir haben einfach kein gutes Ersatzspieler. Deswegen. Ich musste einfach Spritze bekommen und spielen. Ich dachte, ich werde nur doppelt spielen müssen, weil beim optimistischen Variant, wir haben schon zu Hause 6-2 gewonnen. Und damals haben wir 2 Doppel gewonnen. Ich habe nur Punkte abgegeben und ich dachte einigermaßen, können wir gegen Ochsenhausen gewinnen. Also bis zum Halbzeit, wir haben bessere Aufstellung. Diese Chance haben wir nie genutzt. 2-4 zu Pause, das war schon praktisch mindestens 1 Punkt Verlust. Trotzdem, es hing sehr viel an dieser Partie. Das war schon fast vorentscheidend. Ihr hättet zurück ins Spiel kommen können, Grenzau mit ihrem Sieg. Schauen wir uns den Ballwechsel noch einmal an. Einen fantastischen Ballwechsel, wie wir meinen. Da sieht man es deutlich. Sie hatten die Vorhand von Mavenge eigentlich im Griff. Nein, das ist nicht ganz so. Also ich sollte nicht so weit vom Tisch spielen. Aber er hat sehr aggressiv gespielt und manchmal musste man schon weit vom Tisch kämpfen. Aber das war nicht weg zum Erfolg. Also ich sollte auf Tisch bleiben. Ganz besonders heute. Ich spiele sehr schlecht Rückhand-Topspin, tief von Rückhand, weil die linke Knie ist leider außer Betrieb. Was soll ich sagen? Ich habe verloren. Schade, wir haben schon mindestens 1 Punkt abgegeben. Kann man schon eigentlich ruhig Glückwunsch nach Düsseldorf sagen. Das geben wir fast gleich weiter. 6-1, so spielt Düsseldorf heute gegen Gönnern. Auf einen Ausrutscher von Düsseldorf braucht man jetzt nicht mehr hoffen. Warum heute? Warum wehrt sich Ochsenhausen so stark gegen euch? Oder warum habt ihr Ochsenhausen nicht im Griff? Nein, wir haben 2-mal gegen Ochsenhausen gewonnen. In Ochsenhausen 6-0, zu Hause 6-2. Das ist sowieso mehr, als man erwartet könnte vor der Saison. Nach dem Verlust von Kim Taek-soo, unsere Nummer 1. Ich musste ohne Vorbereitung spielen. Die Konsequenzen sind heute deutlich zu sehen. Also Knie, solche Sachen, das ist einfach keine Vorbereitung vor dem Spiel. Spielen und coachen, das ist fast Hobbyrichtung und das sollte nicht passieren bei uns. Aber wie gesagt, das war Notfall und ich musste noch mal kurze Hose anziehen. Nächstes Jahr gibt es keinen Notfall mehr. Sie sind auf jeden Fall nicht mehr am Tisch, sondern nur noch Trainer. Da wünschen wir viel, viel Glück. Vielen Dank, Andrzej Grupa. Und natürlich gute Besserungen für das Knie. Das ist äußerst wichtig. Jetzt haben wir noch unser Gewinnspiel aufzulösen. Also da haben wir zunächst einmal den Gewinner vom letzten Mal.